Euro-Disco-Nummer. Das Lied war nicht schräg, aber einige Töne. Und jetzt eine Premiere. Die Ukraine ist zum ersten Mal beim Grand Prix am Start und gleich mit einem Höllentempo. Dafür hat man alles in Bewegung gesetzt, den bekanntesten Popsänger des Landes, Olexandr, der schon 7-mal Sänger des Jahres war. Dann einen erfolgreichen Komponisten, der schon den Grand Prix mit Dana International gewonnen hat, einen internationalen Song wie Hasta La Vista und auf der Bühne Tänzerinnen, Akrobaten, Schlangenmenschen und im Publikum zur moralischen Unterstützung der befreundete Wladimir Klitschko. Olexandr hat auch mal geboxt. Hasta La Vista für die Ukraine. Alles reingepackt und Wladimir Klitschko drückt gleich die ganze Faust.